Guten Abend bei Faszination Astronomie. Bevor ich mich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Christoph Frommer, leite die Abteilung Kosmologie und Hochenergieastrophysik am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und bin Universitätsprofessor an der Universität Potsdam. Wir forschen an der Entstehung von Galaxien und Galaxienhaufen und an den beteiligten astrophysikalischen Prozessen, insbesondere an Magnetfeldern und kosmischer Strahlung. Kurz gesagt, wir versuchen zu verstehen, was die Welt im Kleinsten zusammenhält, in astrophysikalischen Plasmen, und wie diese mit den größten kosmologischen Objekten, Galaxien und Galaxienhaufen, in Verbindung stehen. Heute rede ich über Galaxienhaufen und nehme Sie nun mit auf eine Reise in die Welt dieser spannenden Objekte. Dabei werden wir lernen, wie Galaxien und Galaxienhaufen im Universum entstanden sind und wie wichtig in diesem Zusammenhang numerische astrophysikalische Simulationen sind. Ich werde Ihnen die spannendsten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte vorstellen und die größten Herausforderungen beschreiben, vor denen wir in der Forschung stehen. Wir werden uns die folgenden Fragen stellen. Was ist überhaupt ein Galaxienhaufen? Sind alle Galaxien im Universum in Galaxienhaufen? Oder wo sind sie? Gibt es noch größere Gebilde als Galaxienhaufen? Aus was bestehen überhaupt Galaxienhaufen? Wie sind Galaxienhaufen entstanden im Universum? Und schlussendlich, was sind die größten ungelösten Fragen in diesem Zusammenhang? Fangen wir zu Hause an. Betrachten wir die Milchstraße. Diese spannt ein helles Band über unseren Himmel. Dieses Band besteht aus etwa 10 Milliarden Sternen. Das können wir natürlich mit dem Auge nicht auflösen und sie sieht als ein milchiges Band am Himmel aus. Von der südlichen Erdhalbkugel aus betrachtet, sieht man genau ins Zentrum der Milchstraße. Es ist unglaublich beeindruckend, wenn Sie da schon mal waren. Diese ist wesentlich heller als der Rest der Galaxie. Es befinden sich allerdings Staubwolken vor dem Zentrum der Milchstraße, sodass man dieses nicht direkt im sichtbaren Bereich beobachten kann. Diese Staubwolken sind für optisches Licht nicht durchlässig. In diesen Bereichen werden neue Sterne geboren. Da wir uns mitten in der Milchstraße befinden, ist es nicht so einfach, auf deren großkallige Struktur zu schließen. Klarerweise können wir die Milchstraße nicht von außen betrachten. Es ist uns dennoch gelungen, die Struktur der Milchstraße näherungsweise zu bestimmen. Die sieht in etwas so aus wie eine nahe andere berühmte Galaxie, die Strudelgalaxie M51. Diese hat ebenfalls Spiralarme wie unsere Milchstraße und dort sehen wir ebenfalls Sternentstehung durch das blaue Licht charakterisiert. Die roten Bereiche um die Sternentstehungsregionen zeigen den Effekt von energiereicher Strahlung der Sterne auf das umgebende interstellare Medium. Es gibt Galaxien in einer Vielzahl von Morphologien und die gibt es auch in Galaxienhaufen. Aber was ist überhaupt ein Galaxienhaufen? Ein Galaxienhaufen ist eine große Ansammlung von Galaxien in einem Raumbereich. Wenn wir die einzelnen Galaxien eines Haufens abzählen, finden wir 1000 oder mehr Galaxien in so einem Galaxienhaufen, die sich alle um ein gemeinsames Zentrum bewegen. Der Haufen selbst ist riesig und spannt von einem zum anderen Ende 15 Millionen Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und es braucht 15 Millionen Jahre, um von einem zum anderen Ende eines Galaxienhaufens zu gelangen. Nun, da stellt sich die Frage, sind alle Galaxien im Universum in Galaxienhaufen gebunden oder gibt es auch Galaxien außerhalb von Galaxienhaufen? Dieses wunderschöne Bild wurde vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen. Was sieht Hubble nun? Wenn es eine vermeintlich leere Region im Himmel betrachtet, gibt es außerhalb von Galaxienhaufen also keine Galaxien? Hubble hat nun sehr lange auf einen leeren Teil des Himmels gestarrt und zusammen 800 Aufnahmen gemacht. Und hier ist das Ergebnis. Das Bild ist keinesfalls leer. Wir sehen fast 10.000 Galaxien, die nicht in Galaxienhaufen gebunden sind.
und die zurück bis in die Frühzeit unseres Universums reichen. Dies ist das am längsten belichtete optische Bild des Himmels. Es war relativ teuer, das zu schießen, dieses Bild. Und es erzählt uns eine Menge über unser Universum. Die kleinsten roten Galaxien, hier, hier oder diese hier, sind aus der Frühzeit unseres Universums und entstanden, als das Universum gerade einmal 800 Millionen Jahre alt war. Die nächstgelegenen Galaxien, diese hier oder diese, sind Galaxien, die vor etwa 1 Milliarde Jahren entstanden sind. Wichtig: Galaxien gibt es auch außerhalb von Galaxienhaufen, früher und heute. Zurück zur Milchstraße. Ist die Milchstraße auch in einem Galaxienhaufen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns unsere kosmologische Umgebung anschauen. Das Ergebnis ist hier dargestellt. Im Zentrum befindet sich die Milchstraße. Um die Milchstraße herum sehen wir kleinere Zwerggalaxien, unsere Satelliten, wie die Magellanschen Wolken. Wenn wir weiter rausgehen, etwa 4 Millionen Lichtjahre, sehen wir unsere Schwestergalaxie, die Andromeda-Galaxie, und ebenfalls Zwerggalaxien um diese Galaxie. Zusammen bilden wir die lokale Gruppe. Wir sind also nicht in einem Galaxienhaufen. Und diese lokale Gruppe bewegt sich auf den uns nächsten Galaxienhaufen in einer Entfernung von 50 Millionen Lichtjahre hin. Der Virgo-Haufen. Fassen wir also zusammen. Wir auf der Erde bewegen uns mit den anderen Planeten unserer Sonne. Der uns nächstgelegene Stern, Proxima Centauri, hat etwa eine Entfernung von 2 Lichtjahren. Zusammen mit den Sternen in der Nachbarschaft der Sonne sind wir im Orionarm, einem Spiralarm der Milchstraße. Die Milchstraße, ihre Satelliten und die Andromeda-Galaxie bilden die lokale Gruppe, die sich auf den Virgo-Galaxienhaufen von hier nach hier bewegt. Zusammen bilden wir den Virgo-Superhaufen. Es gibt andere Superhaufen in unserer Umgebung, unserer kosmologischen Umgebung. Und dies alles können wir im beobachtbaren Universum sehen, das einen Radius oder einen Horizont von etwa 14 Milliarden Lichtjahren hat. Betrachten wir nochmal die lokale Superstruktur. Dies ist eine Karte des lokalen Universums mit Superhaufen. Wir sehen, dass wir uns hier befinden, keinesfalls in einem Galaxienhaufen, eher peripher angeordnet. Dort ist der berühmte Perseus-Piscis-Haufen, der Great Attractor, also der große Anziehungspunkt, der Koma-Superhaufen und noch einige andere Superhaufen. Im Gegensatz zu Galaxienhaufen sind Superhaufen keine gebundenen Objekte. Im Folgenden erkläre ich, was man mit gebunden meint. Wieso sammeln sich so viele Galaxien in einem Bereich an und warum fliegen sie nicht weg? Was bindet sie in diesem Haufen? Eine Möglichkeit, dem Rätsel auf die Spur zu kommen, ist, die Geschwindigkeit der Galaxien zu messen, und das geht mit dem Doppler-Effekt. Das kennen wir aus dem Alltag. Wenn ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn sich auf uns zubewegt, dann wird der Sirenenton immer lauter bis zu dem Punkt, wo der Wagen uns vorbeifährt und der Ton dann sofort tiefer wird. Das kann man sich an diesem Bild hier erklären. Die Wellen sind Schallwellen, die sich durch die Luft bewegen. Die Höhe der Wellenberge und Täler zeigt an, wie laut ein Ton ist. Der Abstand zwischen zwei Wellenbergen oder zwei Wellentälern ist ein Maß für die Tonhöhe. Wenn das Auto nun in Ruhe ist und Schallwellen aussendet, dann ist der Abstand zwischen zwei Wellenbergen nach vorn und hinten gleich groß. Wenn das Auto fährt, dann schieben sich die Wellenberge nach vorn zusammen und der Abstand zwischen den Wellenbergen vergrößert sich nach hinten. Der Mensch auf der rechten Seite hört also einen höheren Ton, der auf der linken Seite einen tieferen Ton. Dasselbe Prinzip funktioniert auch bei Galaxien,
Und statt Schallwellen betrachten wir nun Lichtwellen. Wenn sich die Galaxie nach rechts bewegt, schieben sich die Wellenberge, die Lichtwellenberge zusammen und das Teleskop auf der rechten Seite sieht ein energiereicheres Licht, ein blau verschobenes Licht. Auf der linken Seite bewegt sich nun die Galaxie vom Teleskop weg, die Wellenberge vergrößern sich oder der Abstand zwischen den Wellenbergen vergrößert sich und es sieht ein rot verschobenes Licht. Fritz Zwicky hat 1933 den Koma-Galaxienhaufen beobachtet und enorme Galaxienhaufen in diesem Haufen gemessen. Von bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde oder umgerechnet 3.600.000 Kilometer pro Stunde. Im unteren Bild wird nun gezeigt, wie diese Galaxien, beispielsweise im Koma-Galaxienhaufen, durcheinander fliegen. Durch die Wirkung der Schwerkraft aller anderen Galaxien werden die nach außen fliegenden Galaxien abgebremst und kommen wieder zurück. Eine Analogie hierfür ist ein Kettenkarussell, wo die Ketten die Kinder auf ihre Sitze halten, die sich dadurch im Kreis drehen. Das wirklich Verrückte daran ist aber, dass wenn man alle Masse zusammenzählt, die wir sehen, die Sterne und die andere Masse in den Galaxien, kommt man nur auf 2% der Masse, die nötig ist, dass man die Galaxien zusammenhält im Galaxienhaufen. Wissenschaftler haben jahrzehntelang versucht, dieses Rätsel zu lösen, ohne Erfolg. Ein Durchbruch gelang erst ab den 70er Jahren im letzten Jahrhundert. 1971 wurde der Uhuru-Satellit in den Weltraum geschossen. Röntgenteleskope müssen im Weltraum beobachten, da die Erdatmosphäre für Röntgenlicht nicht durchlässig ist. Bei der ersten Himmelsdurchmusterung von diesem Uhuru-Satellit wurden etwa 340 Quellen gemessen, unter anderem auch Galaxienhaufen. Die Teleskope wurden mit der Zeit besser und das hier ist das Chandra-Röntgen-Weltraumteleskop, das mehrere Galaxienhaufen beobachtet hat, unter anderem den Galaxienhaufen 1689. Das ist das optische Bild. Dieses Bild ist das Bild, das der Galaxienhaufen im Röntgenlicht abstrahlt. Das sieht völlig anders aus. Die Galaxien sind einzelne Lichtpunkte, aber das Röntgenlicht füllt den Raum zwischen den Galaxien auf. Das sieht man besonders gut, wenn man das optische und das Röntgenlicht überblendet. Es gibt also etwas, das zwischen den einzelnen Galaxien eines Galaxienhaufens ist. Und dieses Etwas sendet Röntgenstrahlung aus. Um Röntgenstrahlung, das ist sehr energiereiche Strahlung, aussenden zu können, muss etwas unglaublich heiß sein. Wir brauchen ein Gas mit der Temperatur von 10 bis 100 Millionen Grad. Bei diesen Temperaturen gibt es keine Atome mehr, die sind fast vollständig ionisiert. Wir sprechen hier von einem Plasma. Wie wiegt man nun einen Galaxienhaufen? Nun, es gibt keine so große Wagen. Wir müssen uns da etwas cleverer anstellen. Und hier ist das Prinzip, wie wir Galaxienhaufen mit dem Röntgenlicht wiegen können. Der Gasdruck übt eine Kraft aus, die nach außen wirkt. Die Schwerkraft nach innen gerichtet hält den Galaxienhaufen zusammen. Im Gleichgewicht ist die Kraft durch den Gasdruck etwa gleich der Schwerkraft. Den Gasdruck können wir im Röntgen beobachten und darauf auf die Schwerkraft schließen. Und diese hängt von der Masse des Galaxienhaufens ab. Das erlaubt uns nun, die Masse des Galaxienhaufens zu messen. Das Ergebnis ist hier dargestellt. Es ist eine 1 mit 45 Nullen Kilogramm. Unvorstellbar schwer. Oder es ist 1 Million mal 1 Milliarde mal die Masse unserer Sonne. Oder das sind 1000 mal die Masse unserer Milchstraße. Galaxienhaufen sind die schwersten gebundenen Systeme im Universum. Allerdings
Gas macht nur etwa 13% der Masse eines Galaxienhaufens aus. Und die Sterne in den Galaxien nur 2%. Wo ist also der Rest, die restlichen 85%? Und wie gut ist denn überhaupt dieses Gleichgewicht erfüllt, das wir angenommen haben, um die Masse des Galaxienhaufens auszurechnen? Nun, wir haben jetzt von zwei Möglichkeiten gehört, Galaxienhaufen zu vermessen. Mithilfe des Doppler-Effektes und der Galaxiengeschwindigkeiten und mithilfe der Röntgenemission. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Nach Einstein, nach seiner allgemeinen Relativitätstheorie, kann Masse die Raumzeit verformen und damit die Laufwege von Teilchen und Licht in der Umgebung verändern. Wenn diese Galaxie nun ihr Licht aussendet, sendet sie das strahlenförmig aus. Das Licht, das uns erreicht, kommt auf dem direkten Weg zu uns. Wenn sich zwischen uns und der Galaxie nun ein Galaxienhaufen befindet, dann kann er das Licht oder die Lichtwege verbiegen, sodass uns das Licht auch auf anderen Wegen erreichen kann. Und wir würden dann die Galaxie als Bild verzerrt sehen an dieser Stelle. Das heißt, Galaxienhaufen verbiegen diese Lichtlaufwege und verzerren das Bild dieser Ursprungsgalaxie, sodass wir sie als Kreisbögen sehen können oder sogar als vollständige Kreise um die Gravitationslinse. In diesem Fall spricht man von einem Einsteinring. Nun, es gibt eine wunderbare Analogie: Lichtbrechung am Weinglas. Heute Abend können Sie selbst dieses Experiment machen. Nehmen Sie sich ein Weinglas, zünden Sie eine Kerze an und betrachten Sie, dass diese Kerzenflamme durch den Boden Ihres Weinglases. Sie sehen, das Licht, diese einzelne Kerzenflamme, wird in mehreren Bildern abgebildet. Wenn Sie nun das Weinglas so halten, dass es auf die Kerze zeigt, wird das Licht dieser Kerze auf einen kreisförmigen Bogen abgebildet. Wenn Sie den Stiel etwas schräg halten, gibt es dann einzelne Lichtbögen, in diesem Fall 1, 2, 3, 4, in diesem unteren Fall 1, 2, 3 Bilder von einer Kerzenflamme. Genau dasselbe passiert auch im Galaxienhaufen. Galaxienhaufen können das Licht dahinterliegender Galaxien verzerren und sogar Smileys machen am Himmel. Der Gravitationslinseneffekt zeigt uns, dass 85% der Masse eines Galaxienhaufens, wie auch im Universum, in einer uns unbekannten Form auftritt, der sogenannten dunklen Materie. Und die heißt dunkel, weil wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was das ist. Nun, ich habe viel über Galaxienhaufen geredet und wie man die Masse eines Galaxienhaufens misst. Das sind aber keine statischen Objekte, die formen sich vor dem Hintergrund eines sich entwickelten Universums. Und hier ist ein ganz berühmter Galaxienhaufen, der sogenannte Bullet-Galaxienhaufen, der einen Zusammenstoß zweier Einzelhaufen darstellt. Das ist das optische Bild dieses Galaxienhaufens. Wir sehen hier einen Teil, hier ein paar orange Galaxien, die zu diesem Teil des Galaxienhaufens gehören, und auf der rechten Seite ein paar andere Galaxien. Das sieht im Optischen nicht besonders spektakulär aus. Wenn ich jetzt über diese optische Karte die Röntgenstrahlung lege, dann sieht das völlig anders aus. Wir sehen, dass das Röntgenlicht sehr irregulär ausschaut, und dieser Teil des Galaxienhaufens ist von der linken Seite durch diesen Haufen geflogen. Und aufgrund der Bewegung durch den Galaxienhaufen hat sich nun diese geschossartige Struktur entwickelt. Ähnlich, wie gesagt, wie ein Geschoss oder Englisch Bullet, daher der Name. Zurück zu den Galaxien. Man kann nun auch den Gravitationslinseneffekt in diesem Galaxienhaufen ausnutzen und die dunkle Materie, die gravitativ wechselwirkende Materie nun darüber zeichnen. Das sehen wir hier. Die dunkle Materie liegt genau in diesen Teilen, wo auch die Galaxien liegen. Ein Teil hier, der andere Teil hier. Das heißt, die dunkle Materie bewegt sich also wie die Galaxien. Sie stoßen nicht. Man kann sich das in etwa so vorstellen,
dieser Teil ist von der linken Seite gekommen, durch diese blaue Wolke durchgeflogen. Stellen Sie sich vor, Sie waren bei einer Hochzeit. Nachdem das Brautpaar die Treppe runterkommt, stehen Sie zu beiden Seiten Spalier. Sie werfen Reiskörner und die beiden Wolken, Reiskörnerwolken, fliegen durcheinander durch. Die einzelnen Reiskörner stoßen sich nicht. Genauso in etwa verhält sich die dunkle Materie um die Galaxien. Und völlig anders zu dem Gas. Das Gas stößt zusammen wie zwei Autos bei einem Zusammenstoß und bleiben liegen. Gas verhält sich also völlig anders als die dunkle Materie. Und genau diese Erkenntnis haben wir aufgrund von Beobachtungen dieses Bullet-Galaxienhaufens gewonnen. Nun, wir wissen nun, was ein Galaxienhaufen ist, wozu die gut sind, aber wie entsteht ein Galaxienhaufen? Dazu schauen wir uns mal an, wenn das Universum vollständig homogen wäre, würde es sich ausdehnen, aber nichts bilden. Wenn nun auf diesem homogenen Hintergrund ich kleine Störungen habe, zum Beispiel eine Überdichte, dann würde die Überdichte eine größere Gravitationskraft, Schwerkraft haben und die Masse nun zusammenziehen. Das wurde hier in diesem Film von Ewald Puchwein gezeigt. Die linke Seite zeigt die Verteilung der dunklen Materieteilchen. Auf der rechten Seite sehe ich die Bindungsenergie pro Teilchenmasse. Je negativer diese ist, desto mehr sind diese Teilchen gebunden. Jetzt lassen wir den Film abspielen. Wir sehen, der Galaxienhaufen kollabiert. Die Teilchen werden gebunden. Das heißt, die Bindungsenergie ist negativer und der Galaxienhaufen bleibt zusammen. Einige wenige der Teilchen fliegen weg, aber im Zentrum bleiben diese Teilchen gebunden. Nun, das war ein Film, wo wir uns die Entwicklung eines Galaxienhaufens ohne eine Kosmologie angeschaut haben. Allerdings, im Universum dehnt sich das Universum aus. Es dehnt sich aus und kühlt ab bis zu dem Punkt, wo es so kalt wurde, dass sich neutrale Wasserstoffatome aus der kosmischen Ursuppe bilden konnten. Zu der Zeit schon haben sich die ersten dunklen Materieansammlungen sind kollabiert und haben die ersten Halos geformt. Wenn ich 400 Millionen Jahre nach dem Urknall das anschaue, sehe ich die ersten Sterne und daraufhin die ersten Galaxien sich bilden. Wie können wir das machen? Dies ist ein Bild des kosmischen Mikrowellenhintergrundes, das Nachglühen des Urknalls. Wenn wir dieses Bild nun statistisch analysieren, und das ist hier gezeigt, wo die Stärke der Fluktuationen als Funktion der Winkelskala aufgetragen ist, sehen wir die Messungen in Rot und wir sehen das kosmologische Standardmodell in Grün, das exakt durch die Datenpunkte geht. Wir haben also ein Modell gefunden, das die Daten perfekt mit nur 6 Parametern beschreibt. Was sagt dieses Modell aus? Nun, es sagt uns aus, was es im Universum gibt. Zum Beispiel gibt es 0,03% des Universums bestehen aus schweren Elementen. 0,06% sind schwarze Löcher. Sterne tragen nur zu 0,5% zur Masse des Universums bei. Es gibt wesentlich mehr freies Helium und Wasserstoffgas. Aber alles uns bekannte Gas und die bekannten Elemente machen zusammengenommen weniger als 4% des Universums aus. Dunkle Materie hat einen wesentlich größeren Beitrag mit 23%. Und dann gibt es noch etwas relativ Rätselhaftes, die dunkle Energie. Dank der fantastischen Daten des Planck-Satelliten, des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, wissen wir also, was im Universum ist. Wir müssen also nur noch die Anfangsbedingungen nehmen, die wir hier beobachtet haben, und die Zeit vorwärts drehen, um zu sehen, ob sich nun in diesem kosmologischen Modell Galaxien und Galaxienhaufen bilden können. Und das ist sozusagen der Punkt, wo sich unsere Erde in unserer Galaxie befindet. Nun, das machen wir, indem wir die Gesetze der Physik zur Hilfe nehmen, die durch Systeme partieller Differentialgleichungen beschrieben sind. Und wir versuchen, diese Gesetze zu lösen. Zum Beispiel
gibt es dieses System von Gleichungen. Das sind die Erhaltungsgesetze der Strömungsmechanik. Zum Beispiel besagen diese, dass Masse, Impuls und Energie erhalten sind. Die kann man aber nicht mit Papier und Bleistift lösen, denn wenn man das schaffen würde, würde man 1 Million Dollar bekommen. Dann gibt es noch andere Gleichungen, die die dunkle Materie beschreiben, stoßfreie Dynamik und die Gravitation. Weiterhin müssen wir Maxwell'sche Gleichungen lösen, den Transport von Strahlung, kosmischer Strahlung berücksichtigen und die allgemeine Relativitätstheorie. Im Prinzip ist es einfach. Es gibt nur ein winziges Problem. Und das hat schon Paul Dirac im letzten Jahrhundert erkannt. Die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze für die mathematische Theorie eines großen Teils der Physik und der gesamten Chemie sind somit vollständig bekannt. Und die Schwierigkeit liegt nur darin, dass die genaue Anwendung dieser Gesetze zu Gleichungen führt, die viel zu kompliziert sind, um lösbar zu sein. Was machen wir also? Nun, heutzutage gibt es Supercomputer. Derzeit verarbeiten die schnellsten Supercomputer 20 Petaflops, was 20 Millionen mal 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde entspricht. Und dies zeigt den SuperMUC, ein Supercomputer in Garching, der unter den 10 schnellsten Supercomputer der Welt war, als er in Dienst gestellt wurde. Mein Kollege Thomas Berlock hat nun seine Simulationen auf diesem Supercomputer gemacht und lassen Sie uns nun sehen, was sein Film zeigt. Auf der linken Seite sehen wir dunkle Materie, in der Mitte das Gas und auf der rechten Seite die Temperatur des Gases. Wir fangen mit einer anfänglich fast glatten Verteilung an und schauen, wie die Entstehung von Strukturen vorangeht. Wir sehen die Kollaps von Strukturen, wir sehen das kosmische Netzwerk, das sich hier bildet, mit einem Galaxienhaufen, einem Knotenpunkt. Nun zoomen wir hinein, wir sehen, dass es immer dichter wird, die Schwerkraft wird größer und das Gas fällt aufeinander und heizt sich dabei auf zu Temperaturen von über 100 mal 100 Millionen Kelvin oder Celsius. Hier sehen wir die Seitenlänge des Ausschnitts, hier sind wir mittlerweile über 50 Millionen Lichtjahre und jetzt sind wir heute angekommen, 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Betrachten wir das nochmal im Einzelnen. Dieser Ausschnitt zeigt die Gasdichte eines Galaxienhaufens an, der sich in einer solchen Simulation geformt hat. Wenn wir nun die Temperatur betrachten, sahen wir in der Tat im Zentrum, in dem Galaxienhaufen, der sich im Knotenpunkt dieses kosmischen Netzes gebildet hat, finden wir Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius. Was heizt das Gas so weit auf? Nun, man kann sich das so vorstellen wie ein Auffahrunfall auf der Autobahn. Ein Auto fährt ein anderes rein und die restlichen Autos können überhaupt nicht mehr bremsen und es gibt ein die Autos stoßen jedenfalls zusammen. Genau dasselbe passiert in einem Galaxienhaufen. Das Gas befindet sich relativ dicht im Galaxienhaufen und das andere Gas stürzt darauf und formt die Stoßwellen. Diese Stoßwellen heizen das Gas auf. Und hier sehen wir eine Karte dieser Stoßwellen in der Simulation, gewichtet mit der Bewegungsenergie der Stoßwellen. Stoßwellen sind allerdings wunderbare Physik. Sie können auch einzelne Teilchen zu unvorstellbar großen Energien beschleunigen. Und das wird hier gezeigt. Jetzt zoomen wir quasi auf Plasmaskalen in diesen Stoßwellen und dieser Film, den ich gleich abspielen werde, zeigt oben das durch Plasmaeffekte verstärkte Magnetfeld, das Filamente bilden wird. Und das untere Bild zeigt die Energie eines Elementarteilchens, das sich mehrfach über die Stoßwelle bewegt, ein Magnetfeld entstreut und dadurch weitere Energie gewinnt. Wenn ich den Film nun abspiele, zeigt sich, dass das Teilchen hin und her streut an den Magnetfeldern und langsam Energie gewinnt. Seine Energie vergrößert sich. Und die Stoßwelle befindet sich bei Null. Das Teilchen fliegt permanent sozusagen zwischen
den Bereich hinter der Stoßwelle und vor der Stoßwelle und seine Energie vergrößert sich auf unvorstellbar große Werte. Wir sehen, wie ein einzelnes Elementarteilchen zu einem Teilchen der kosmischen Strahlung wird. Das heißt, an diesen Stoßwellen wird das Gas nicht nur geheizt, sondern es gibt auch sehr schnelle Teilchen. Und diese Teilchen werden injiziert, transportiert und bilden nun diese Verteilung der kosmischen Strahlung in einem Galaxienhaufen. Ein Galaxienhaufen hat auch Magnetfelder. Kosmische Strahlung an Magnetfeldern sendet Radiostrahlung aus und das kann mit Radioteleskopen beobachtet werden. Dies zeigt den Monduntergang an dem Jansky Very Large Array, einem Radioteleskop in Neumexiko. Und dieses Radioteleskop hat den Galaxienhaufen 2256 beobachtet. Eines der beiden Bildern ist die Beobachtung, ein anderes meine Simulation. Aber was sehen wir überhaupt? Wir sehen die Röntgenstrahlung des Galaxienhaufens in Rot und Orange und wir sehen die Radiostrahlung eines Radiohalos und eines Radiorelikts. Dasselbe auf der rechten Seite. Aber was ist was? Hier ist etwas durcheinander gekommen. Diese Frage stelle ich auch immer meinen Studenten und ich lasse sie an dieser Stelle raten. Was ist die Simulation? Ist es hier oder hier? Die Auflösung kommt nicht nach der Werbung, sie kommt jetzt. Die Beobachtung ist auf der linken Seite. Die Simulation auf der rechten Seite. Wir sehen, dass im Großen und Ganzen zeigt die Simulation einige Übereinstimmungen, aber es gibt ein Riesenproblem im Zentrum. Das Zentrum in der Simulation ist viel zu dicht. Da ist viel zu viel Emission, die dort gezeigt wird. Wo ist das Problem? Betrachten wir nun die Röntgenstrahlung genauer. Röntgenstrahlung emittiert Photonen und das führt zu einer Abkühlung des heißen Plasmas. Das ist ganz analog zu einem Hufeisen, das Sie in der heißen über den Kohlen hatten. Sie können das Hufeisen über die Kohlen halten, das Hufeisen kühlt ab bis zum Zeitpunkt, als Sie es anlangen können. Nun, im Galaxienhaufen führt Abkühlung zu einer kleineren Temperatur. Eine kleinere Temperatur führt zu einem Druckverlust und da der Druck nun nicht mehr so groß ist, kann das Gas dichter werden. Dichteres Gas kühlt schneller ab. Es bekommt eine noch kleinere Temperatur, was zu einem noch größeren Druckverlust führt, zu einer weiteren Verdichtung des Plasmas führt. Bis zu dem Punkt, wo ich so dicht bin, dass ich anfange, Sterne entstehen zu lassen. Also, wir erwarten, dass diese Galaxienhaufen eine massive Sternentstehung zur Folge haben sollten. Genau das, was wir in den Simulationen zuvor gesehen haben. Im Zentrum wird es sehr, sehr dicht. Wir sehen jedoch nur wenig neu entstehende Sterne. Was verhindert dies? Zoomen wir mal auf den Zentralbereich dieses Perseus-Galaxienhaufens. Wir sehen, das Plasma zeigt starke Deformationen im Zentrum. Nun, das sind keine kleinen Blasen, das sind riesige Blasen mit einem Durchmesser von 200.000 Lichtjahren. Es kostet sehr viel Energie, das Plasma im Zentrum zu verdrängen. Dies ist ein Hinweis auf eine sehr große Energieeinspeisung durch einen rätselhaften Prozess. Betrachten wir den nächsten, uns nächstgelegenen Galaxienhaufen, den Wirbelgalaxienhaufen, und schauen ins Zentrum. Das ist die Radiostrahlung vom LOFA-Teleskop beobachtet und der Bereich, den wir hier uns betrachten, umspannt 200.000 Lichtjahre. Wenn wir nun in den Zentralbereich reinzoomen, sehen wir, dass etwas Spannendes passiert. Es gibt einen gerichteten Radiostrahlung, indem wir weiter und weiter und weiter auf den Zentralbereich zoomen, sehen wir nun auf den kleinsten uns zur Verfügung stehenden Skalen ein interessantes Gebilde, das Sie mit Sicherheit schon gesehen haben. Das ist der Schattenwurf des supermassiven schwarzen Loches im Zentrum des Virgo-Galaxienhaufens. Das Schwarze Loch selbst hat einen Durchmesser von einem halben Lichttag.
also etwa die Hälfte von dem schwarzen Schattenriss im Zentrum dieses Bildes. Dieses schwarze Loch ist in der Lage nun, Teilchen und Strahlung zu beschleunigen und einen sogenannten Jet zu formen. Dieser Jet kollimiert sich und fliegt dann auf große Geschwindigkeiten beschleunigt durch die Galaxie auf größere und größere Skalen, bis es auf das Gas im Galaxienhaufen trifft und es dort verdrängt und diese Blasen, die wir im vorherigen Bild gesehen haben, aufbläst. Das bedeutet nun, dass ganze Galaxienhaufen durch Jets von supermassereichen schwarzen Löchern beeinflusst werden können. Hier sehen wir wiederum den Perseus-Galaxienhaufen. Das Bild zeigt sich also wie folgt: Wenn Materie auf ein schwarzes Loch fällt, können Jets entstehen. Jets beschleunigen Elementarteilchen auf hohe Energien und das führt zu kosmischer Strahlung, Stoßwellen und zu starken Magnetfeldern. Das führt zur Aussendung von Radiostrahlung und das ist genau diese lila Strahlung, die ich hier koexistent sehe auf diesen Blasen, auf diesen Unterdichten im Röntgenbereich. Die Jets verdrängen das umliegend heiße Gas im Galaxienhaufen und blasen eben diese riesigen Gasblasen mit Dimensionen von 100 bis 200.000 Lichtjahren auf. Wenn die kosmische Strahlung aus den Gasblasen entweichen kann, dann kann diese das umliegende Gas aufheizen und das führt zu etwas Interessantem, ein selbstregulierender Rückkopplungsmechanismus. Was bedeutet das? Nun, das wissen wir nachts, wenn es kalt wird, springt der Thermostat an der Heizung an und die Heizung beginnt das Zimmer wieder zu heizen, sodass es nie unter eine minimale Temperatur fällt. Genau dasselbe Prinzip scheint im Galaxienhaufen zu funktionieren. Allerdings haben wir keine Heizung, wir haben ein supermassereiches schwarzes Loch. Wenn es kalt wird, dann akkretiert eine Menge Materie auf das schwarze Loch. Die Jets werden getrieben vom schwarzen Loch, kommen auf größere Skalen und die kosmische Strahlung, die aus den Jets und Blasen entweicht, kann das umliegende Haufengas heizen. Das hat mein Doktorand Christian Ehlert am Leibniz-Institut gezeigt. Lass es mich ganz kurz den Film starten, den er vorbereitet hat. Auf der linken Seite sehen wir die Gasdichte, in der Mitte die kosmische Strahlung und rechts die Magnetfelder. Und wir sehen, dass der Jet sich durch das Haufengas bewegt. An dem Punkt hat der Jet aufgehört zu treiben. Die Blase steigt im Galaxienhaufen auf. Die kosmische Strahlung wird entlang der Magnetfelder rausgeleitet, kommt ins Haufengas und kann das kühlende Haufengas wieder heizen. Problem gelöst. Nun, das ist ein möglicher Heizprozess. Es gibt noch eine Menge anderer. Und wir sind gerade dabei, das zu untersuchen, wie diese Jets nun in kosmologischen Simulationen wirken. Damit komme ich auch zum Schluss meines Vortrags. Ich habe Sie auf eine Reise mitgenommen, die Ihnen hoffentlich Spaß gemacht hat. Wir haben gelernt, was ein Galaxienhaufen ist. Der besteht aus vielen Hunderten bis mehreren Tausenden von Galaxien und umspannt einen Raumbereich von 15 Millionen Lichtjahren. Wir haben gelernt, dass nicht alle Galaxien in Galaxienhaufen gebunden sind. Die meisten Galaxien befinden sich in Galaxiengruppen und im sogenannten Feld außerhalb von Galaxienhaufen. Es gibt größere Gebilde als Galaxienhaufen, sogenannte Superhaufen und die großteilige Struktur im Universum. Allerdings sind diese nicht durch die Schwerkraft gebunden. Galaxienhaufen bestehen zu 2% aus Sternen in Galaxien, zu weiteren 13% aus einem heißen Gas, das Röntgenlicht emittiert und 85% besteht aus einer uns noch unbekannten Art von Materie, der sogenannten dunklen Materie. Galaxienhaufen entstehen, indem kleine überdichte Verteilungen kollabieren, dadurch wird die Schwerkraft größer, es wird mehr Gas und dunkle Materie aus den Außenbereichen angezogen. Und die entstehenden Halos kollabieren mit anderen Halos und wachsen, um schlussendlich Galaxienhaufen formen zu können. Und
Was sind die größten ungelösten Fragen Galaxienhaufen? Nun, es gibt viele Fragen. Die drei, die mich am meisten umtreiben, sind: Was ist die dunkle Materie? Wie kann ich die Radiostrahlung in Radiohalos und Radiorelikten erklären in Galaxienhaufen? Und wie genau funktioniert dieses Zusammenspiel von supermassereichen schwarzen Löchern und dem kühlenden Gas in Galaxienhaufen? Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und ich möchte nochmal den Vortrag in 2 Tagen, am Donnerstag, den 12. Mai, ankündigen. Privatdozentin Kerstin Weiß wird über leuchtkräftige blaue Veränderliche reden, große Sterne mit kleinen Juwelen. Dankeschön. So, und ich sehe jetzt im Chat schon die erste Frage auftauchen. Mit dem Doppler-Effekt lässt sich nur die Geschwindigkeitskomponente in der Beobachtungsrichtung ermitteln. Was ist mit Geschwindigkeitskomponenten senkrecht dazu? Sehr gute Frage. Absolut richtig. Es ist so, dass wir viel Galaxien brauchen, damit wir statistisch sozusagen die Geschwindigkeitskomponenten rausmitteln können. Und dafür brauchen wir etwa 30, 40, 50 Galaxien, sodass man statistisch eine Aussage machen kann. Für kleinere Galaxiengruppen ist die Methode relativ ungenau. Und genau aufgrund des Effektes, dass man nur die Geschwindigkeitskomponente entlang der Sichtlinie beobachten kann. Dann die zweite Frage. Wurden auch schon Galaxienhaufen oder Haufenkollisionen im Gammalicht entdeckt? Ha, das ist eine Frage, die sehr, sehr nahe und an meinem Herz liegt. Leider wurde noch überhaupt gar keine Gammastrahlung aus Galaxienhaufen entdeckt. Es gibt ein oder sogar 2 Ausnahmen. Ich war bei diesen Entdeckungen beteiligt. Allerdings hat die beobachtete Gammastrahlung mit Jets von supermassereichen schwarzen Löchern zu tun, also nicht mit dem heißen Gas und der kosmischen Strahlung in Galaxienhaufen. Dann die dritte Frage: Wäre die Boss Great Wall dann eine ganze Anzahl von gebundenen Galaxienhaufen? Ja, in der Tat. Es gibt tatsächlich Strukturen, die auf größeren Skalen sind. Und das sind sozusagen einzelne Galaxienhaufen, die eine, im Englischen heißt es Chance Superposition, eine Überblendung sind quasi. Und das ist relativ möglich, denn das Universum ist sehr, sehr groß. Und natürlich gibt es doch auch einzelne Galaxienhaufen, die nebeneinander liegen. Zur vierten Frage. Wie hoch schätzen Sie den Fehler bei der Massenbestimmung mittels der Röntgenstrahlungsmessung ein? Nun, das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass Galaxienhaufen die sogenannten kühlende Zentren haben, relativ wenig turbulente Geschwindigkeitskomponenten haben. Dort ist der Fehler bei etwa 10-15%. Ich denke aber, dass die Methode relativ ungenau ist, wenn wir kollabierende Galaxien, zusammenstoßende Galaxienhaufen haben. Zur fünften Frage. Wie kann man beim Gas im Weltraum von einem Gasdruck sprechen? Es gibt ja gar keine Fläche, auf die die Teilchen stoßen könnten. Ah, das ist eine spannende Frage. Völlig richtig. Die mittlere freie Weglänge in Galaxienhaufen, also das ist die Weglänge, die ein Teilchen fliegen kann, bevor es ein anderes Gasteilchen stößt, ist etwa 30.000 Lichtjahre. Muss ich mal umrechnen. Wir rechnen nicht in Lichtjahre bei uns in der Astrophysik. Es ist allerdings der Fall, dass erstens mal in Galaxienhaufen es Magnetfelder gibt, die Teilchen eng um die Magnetfelder spiralen lassen. Das heißt, das verkleinert die effektive mittlere freie Weglänge. Und noch wichtiger, wenn diese Teilchen im Plasma sich bewegen, dann fängt das Plasma an zu oszillieren. Da werden magnetische und elektromagnetische Wellen angeregt. An diesen Wellen können die Teilchen stoßen und daher
ist das Plasma auf einer viel kleineren Skala gebunden, als man naiv denken würde. Das heißt, das Teilchen übt daher einen Druck aus, nicht indem es mit anderen Teilchen wechselte, sondern indem es elektromagnetische Wellen anregt, an diesen Wellen streut, und diese Wellen sind nun an Magnetfeldern gebunden, welche selbst ins Plasma eingefroren sind, und das ist der Wirkmechanismus, mit dem die Teilchen einen Druck ausüben können. Die sechste Frage. Das Gas zwischen den Galaxien ist sehr heiß, aber die Dichte ist doch sicher niedrig. Wie dünn ist die Materie zwischen den Galaxien verteilt? In der Tat, typische Dichten sind hier ein Teilchen pro Liter. Das ist für das, was wir auf der Erde haben, unvorstellbar dünn. Das beste Vakuum, das wir auf der Erde machen können, ist viel, viel dichter als das Gas in Galaxienhaufen. Nichtsdestotrotz gibt es einfach ein großes Volumen und es gibt ein sehr, sehr heißes Gas, sodass man das doch als ein Gas betrachten kann. Wenn Masse, zur siebten Frage, wenn Masse Masse anzieht, wird sich eines Tages die gesamte Masse in einem Teil der Galaxie verdichtet haben? Die Gravitation nimmt ja zwar mit dem Quadrat des Abstandes ab, ist aber nie null. Ah, jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja, es ist tatsächlich so, dass sozusagen die Gravitation anziehend ist. Allerdings im Universum gibt es mittlerweile eine Komponente, die entweder die kosmologische Konstante ist oder die dunkle Energie. Und die sorgt dafür, dass sich die einzelnen Galaxien immer schneller voneinander wegbewegen, exponentiell schnell. Das bedeutet, dass in der Zukunft es Bereiche gibt, die wir überhaupt gar nicht mehr anschauen können, und in einigen 10 Milliarden Jahren ist der beobachtbare Teil des Universums wesentlich kleiner, als er heutzutage ist. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, heutzutage Astrophysik zu studieren. In der Zukunft wäre das aufgrund der kosmologischen Konstante oder der dunklen Energie nicht in diesem Maße möglich. Zur achten Frage. Liegt unsere lokale Gruppe auch innerhalb eines Bereiches dunkler Materie? In der Tat. Wir haben auch dunkle Materie. Es gibt einen Halo, innerhalb derer sich die Milchstraße befindet, der Halo der Andromeda-Galaxie. Die stoßen fast aneinander, und in der Zukunft wird die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße zusammenstoßen. Sie wird einen kosmischen Tanz aufführen und irgendwann in der fernen Zukunft Milkomeda formen. Das ist eine neue Galaxie, die aus der Milchstraße und Andromeda vorgeht. Und die beiden dunkle Materie-Halos sind dann sozusagen ein großer dunkle Materie-Halo geworden. Die neunte Frage. Könnte eine Galaxie oder ein Galaxienhaufen bei einer Kollision seine dunkle Materie verlieren? Die Antwort ist ja, denn tatsächlich ist der Endzustand, wenn ich zwei Galaxienhaufen zusammenstoßen lasse, besser gebunden. Das heißt, ich habe eine negativere Bindungsenergie, und wir wissen ja, dass im Universum Energie erhalten ist, zumindest bei solchen Zusammenstößen. Das heißt, ein Teil der Masse muss tatsächlich mit positiver Energie wegfliegen, damit der Rest der Masse enger gebunden werden kann. Und das ist hier auch der Fall. Zur zehnten Frage. Wie kann das Gas, Plasma, das in der Röntgenstrahlung sichtbar ist, so heiß sein, obwohl seine Dichte so gering ist? Nun, das ist für uns, die wir sozusagen im Alltag selten mit solchen unglaublich hohen Temperaturen und so unglaublich unterdichten Gas tatsächlich zu tun haben, schwer zu verstehen. Aber der Mechanismus ist genau der, den ich gezeigt habe. Das sind diese sogenannten Stoßwellen. Das Gas im Galaxienhaufen ist im Vergleich zum Gas außerhalb des Galaxienhaufens dichter. Das heißt, wenn Gas auf diese dichtere, dünne, aber immerhin dichtere Verteilung trifft, formt sich eine Stoßwelle. In der Stoßwelle
werden elektromagnetische Wellen angeregt, die werden verstärkt, die streuen die Teilchen und diese Stoßwelle dissipiert die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, in ungeordnete Energie, also Wärmeenergie. Zur 11. Frage. Kollabieren Galaxien in einem Haufen immer, ohne dass sie von der dunklen Energie auseinandergerissen werden? Ah, ja. Da gibt es zwei Antworten auf diese Frage. Zum einen ist es so, dass tatsächlich die massereichsten Galaxien mit der Zeit ins Haufenzentrum sinken. Es gibt eine Segregation von Masse. Und dort stoßen sie mit der Zentralgalaxie, einer sogenannten CD-Galaxie, zusammen und bilden eine einen Kannibalismus sozusagen. Allerdings ist es so, dass im Galaxienhaufen die Galaxien gebunden sind. Die dunkle Energie sollte gebundene Zustände nicht auseinanderreißen. Es kann allerdings sein, dass sie eine sogenannte Phantom-dunkle Energie haben. Und diese könnte tatsächlich in der Zukunft dazu führen, dass gebundene Objekte auseinandergerissen werden. Zur 12. Frage. Lässt sich ein Teil der Weak-Lensing- oder Strong-Lensing-Effekte auch nur durch die Gravitation der normalen baryonischen Materie erklären? Die Antwort ist nein. Wir brauchen tatsächlich dunkle Materie, um den Gravitationslinseneffekt zu verstehen. Selbst Modelle, die die Rotationskurven in Galaxien mithilfe der modifizierten Newtonschen Theorie erklären, selbst diese brauchen noch eine zusätzliche Massenkomponente, um Galaxienhaufen erklären zu können. Es gibt ein weiteres Problem dabei, denn diese modifizierten Newtonschen Theorien können leider nicht die Lichtausbreitung im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie beschreiben. Es gab einen Versuch von Bekenstein, der hat sogenannte Tensoren, Vektoren und Skalartheorie, eine Tensor-Vektor-Skalartheorie eingeführt und die ist mittlerweile aufgrund des Gravitationslinseneffektes ausgeschlossen worden. Es gibt also im Moment keine Möglichkeit, das Universum durch eine Modifikation der Newtonschen Theorie auf große Skalen zu erklären und dort haben wir tatsächlich ein relativ einfaches Modell, das alle Beobachtungen erklärt, mit dem einzigen zwei Problemen, dass wir dunkle Energie und dunkle Materie brauchen und nicht genau wissen, wie wir das mit unserem Teilchenphysik, der Standardmodell der Teilchenphysik in Einklang bringen können. Zur 13. Frage. Wenn am Anfang alle Kräfte vereinheitlicht waren, werden wir neue Kräfte als die vier momentan bekannten entdecken, wenn sich das Universum weiter ausdehnt? Es ist in der Tat spekuliert worden, dass es eine sogenannte fünfte Kraft gibt. Leute und sehr gefragte Leute, unter anderem Nobelpreisgeber Jim Peebles, hat an diesem Thema gearbeitet. Es wurde hypothetisiert, dass eine fünfte Kraft die Galaxien aus den kosmischen Leerräumen, den Voids, heraustreibt und die deshalb leerer sind als man erwarten würde. Nun, es gibt andere Erklärungen im baryonischen Modell, die möglicherweise erklären, warum dort relativ wenig Zwerggalaxien entstanden sind, zum Beispiel, indem diese Void-Regionen oder diese Leerräume einfach heißer sind, als wir im Standardmodell erwarten würden. Aber das würde zu weit führen. Es gibt da einige Theorien, die zum Beispiel das Licht von Blazaren thermalisieren, aber das würde jetzt zu weit gehen. Das ist ein eigener Vortrag. Zur 14. Frage. Wie geht man als Profi eigentlich mit der Tatsache um, dass Sie nur von 5% Ihres Forschungsgegenstandes wissen, um was es sich handelt? Ah, ja, das ist gut, denn wir haben ja nicht nur wir Profis machen Wissenschaft, sondern auch die jüngeren Kollegen im Gebiet, die machen ihre Doktorarbeiten, ihre Masterarbeiten. Und wenn wir schon alles entdeckt und erklärt hätten, dann wäre das eine tote Wissenschaft. Der Fakt, dass wir das noch nicht wissen,
ist sozusagen, gibt es eine Menge Arbeit und der nachfolgenden Generation noch eine Menge Arbeit, neue Sachen herauszufinden. Die 15. Frage: Welche Teilchendichte wird bei der Simulation der Stoßwellen und der dortigen Magnetfelder angenommen? Welche freien Weglänge haben die Teilchen in der Simulation? Das ist unterschiedlich. Die Simulation, die ich Ihnen gezeigt habe, die von Anatoly Spitkovsky an der Princeton University durchgeführt wurde, war in der Tat eine relativistische Simulation. Die war relativ alt schon. Ich fand sie wunderbar geeignet jetzt in diesem Vortrag. Heutige Simulationen, die wir auch in der Arbeitsgruppe durchführen, haben normalerweise Teilchendichten von einem Teilchen pro Kubikzentimeter und so. Es ist relativ schön, weil wir können das umskalieren, denn die Elektromagnetismus hat keine Skala. Allerdings müssen wir diese skaleninvarianten Parameter wie der Plasma-Beta-Faktor, also das Verhältnis von thermischer zu magnetischer Energie oder die Geschwindigkeit der Stoßwelle in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit festlegen. Und da ist es umso schwieriger, je weiter die Geschwindigkeit der Stoßwelle von der Lichtgeschwindigkeit weg ist. Und genau diese Stoßwellen finden in Galaxienhaufen. Also das ist noch relativ schwierig zu simulieren. Im Moment kommen wir zum Beispiel auf Geschwindigkeiten von 1% der Lichtgeschwindigkeit. Wir würden gerne ein bisschen tiefer gehen, aber das ist sehr, sehr teuer und dann brauchen wir diese großen Computer, von denen ich geredet habe. Zur 16. Frage. Galaxienhaufen sind gravitativ gebunden. Wie sind aber dann Superhaufen definiert? Wunderbare Frage hier. Die Superhaufen sind wie folgt definiert, und zwar gab es ein wunderschönes Paper neulich, das die Lanierkea-großräumige Struktur definiert hat. Lanierkea ist ein hawaiianisches Wort für offener Himmel. Und die Superhaufen, dort wurden wie folgt definiert, dass die linearisierten Bewegungsrichtungen der Galaxien alle sozusagen auf ein Zentrum zeigen. Und es gibt dann eine Art Wasserscheide, also dort, wo die Galaxienrichtungen in die andere Richtung zeigen. Und das sozusagen der Punkt der Wasserscheide, von dem das Wasser in die eine oder die andere Richtung fließt, das angewandt auf die Galaxienbewegungen definiert in der modernen Astrophysik nun Superhaufen. Die sind allerdings dann nicht gravitativ gebunden, also die sind nicht ein kollabiertes System. Die Frage 17. Die Jets des zentralen schwarzen Lochs sind doch orthogonal zur Akkretionsscheibe, ist gleich Galaxienscheibe gerichtet. Wieso bilden sie eine Blase um die Galaxie, den Galaxienhaufen? Genau, es ist tatsächlich wahr, dass die Jets entlang der Drehrichtung des schwarzen Loches ausgesandt wird. Und das ist tatsächlich orthogonal zur Akkretionsscheibe in der Umgebung des schwarzen Loches. Diese könnte allerdings gekrümmt sein im Verhältnis zu der Akkretionsscheibe weit außerhalb oder sogar der Galaxienscheibe. Es gibt Beobachtungen, wo wir den Jet in die Galaxie reinrennen sehen. So, und der zweite Teil der Frage. Sie bilden eine Blase, wenn sozusagen er durch die Galaxie gelaufen ist, der Jet, dann findet er sich nun im dünneren Haufen Gas. Und der Jet wird immer langsamer, weil er auf dem Weg nach draußen mehr Teilchen aufsammelt. Er wird schwerer. Das heißt, es hängen sich Leute an den Jet, die verlangsamen den Jet, bis er sozusagen langsam nicht relativistisch wird und dann diese Blase aufbläst. Wenn der Jet dann etwas nachlässt, kann diese Blase dann langsam im Potenzial des Galaxienhaufens aufsteigen. Nun zur 18. Frage. Bei dieser Verdichtung der Gase ist es richtig zu sagen, dass es sich auf lokaler Ebene um eine Abnahme der Entropie handelt? Nein, denn die Entropie ist nicht nur abhängig von der Dichte, sie ist auch abhängig von der Temperatur und die Temperatur erhöht sich.
Es ist in der Tat so, dass die neu akkretierte Materie auf den Galaxienhaufen eine höhere Entropie hat als die schon existierende. Und es zeigt sich, dass die Entropie in einem Galaxienhaufen nach außen ansteigt. Die 19. Frage. Wie sieht die Zukunft der Galaxienhaufen aus? Nun, es gibt zwei Antworten. Der Galaxienhaufenforschung ist natürlich eine Menge Sachen noch zu entdecken. Aber ich denke mal, die Frage zielt eher darauf ab, was mit einem Galaxienhaufen in Zukunft passiert. Nun, natürlich werden noch einige Galaxienhaufen zusammenstoßen und neue größere Haufen formen. Aber dadurch, dass die dunkle Energie oder die kosmologische Konstante mittlerweile der dominierende Anteil im Universum ist, ist es so, dass die Galaxienhaufen, die nicht unmittelbar nebeneinander sind, in der Zukunft nicht mehr zusammenstoßen werden, sondern sich immer weiter voneinander wegbewegen unter Einfluss der exponentiellen des exponentiellen Ausdehnens des Universums aufgrund der dunklen Energie. Frage 20. Kann man aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund auf die Position von Superhaufen heute im Universum schließen? Tatsächlich gibt es eine Methode, auf die ich nicht eingegangen bin, wie man mit Hilfe des Lichtes im kosmischen Mikrowellenhintergrund Galaxienhaufen entdecken kann. Und zwar, indem die Photonen durch einen Galaxienhaufen durchfliegen, passiert es, dass ein Photon der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung in 10.000 Photonen gestreut wird an dem heißen Gas. Das heißt, das Photon wird energiereicher. Und wenn ich nun in eine Richtung des Galaxienhaufens schaue, dann sehe ich tatsächlich dort eine etwas heißere Strahlung. Und das ist eine Methode, Galaxienhaufen im Mikrowellenhintergrund zu entdecken. Und Superhaufen sind dann nur eine Superposition von Galaxienhaufen. Also sehe ich die tatsächlich auch im kosmischen Mikrowellenhintergrund mithilfe dieses Effekts, von dem ich gerade erzählt habe. Der heißt Sunyal-Seldovich-Effekt. Die 21. Frage. Kann es sein, dass der dunklen Energie irgendwann die Power ausgeht und die Gravitation wieder die Oberhand gewinnt? Ja, wenn wir das wüssten. Nun, unter der Annahme, dass das Standardmodell der Kosmologie richtig ist, nein. Wenn zum Beispiel die dunkle Energie durch die kosmologische Konstante beschrieben wird, dann wird das nicht der Fall sein. Wenn die dunkle Energie sich so verhält, wie wir das im Moment denken, dann ist das auch nicht der Fall. Aber es wäre zu verfrüht, da eine feste Antwort zu geben. Es gab schon in der Vergangenheit möglicherweise eine Periode, die kosmische Inflation, in der das Universum sich exponentiell ausgedehnt hat und dann am Ende dieser Periode tatsächlich diese exponentielle Ausdehnung wurde angehalten. Und die kinetische Energie wurde wieder in Wärmeenergie gesteckt, um einen heißen Urknall zu bekommen. Es könnte sein, dass das tatsächlich in der Zukunft wieder passieren wird. Wir wissen es aber nicht. So, das waren eine Menge Fragen. Und ich habe gesehen, dass das jetzt die letzte Frage war. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie den Kanal Faszination Astronomie abonnieren möchten. Und bevor ich sozusagen nun Sie entlasse, würde ich gerne nochmal auf den Vortrag am Donnerstag hinweisen, in dem Privatdozentin Kerstin Weiß über leuchtkräftige, blaue, veränderliche sprechen wird. Danke fürs Zuhören und bis möglicherweise zum nächsten Mal. Tschüss.